Guten Tag, Herr Professor Lappenkühl. Grüße dich. Sie sind der Geschäftsführer der Otto von Bismarck Stiftung in Hamburg, in der unter anderem die Werke Otto von Bismarcks neu ediert werden, sowie sein Nachlass ausgewertet wird. Sie sind auch außerplanmäßiger Professor für neuere Geschichte an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Ihre Forschungsgebiete sind unter anderem die Geschichte der deutsch-französischen Beziehungen während der Fünften Republik. Aber wahrscheinlich auch andere Themen noch, nicht? Ja, natürlich. Nicht zuletzt durch die Tätigkeit an der Bismarck-Stiftung habe ich mich natürlich vor allem auch mit dem 19. Jahrhundert auseinandergesetzt, aber auch da nicht zuletzt mit dem deutsch-französischen Verhältnis, über das ich vor einigen, vor kurzem auch ein größeres Buch über Bismarck und Frankreich verfasst habe. Das heißt, wir sehen auch in Bezug auf das 19. Jahrhundert, liegen mir die deutsch-französischen oder die preußisch-deutsch-französischen Verhältnisse und Beziehungsgeflechte sehr am Herzen. Das ist gut. Wir sind uns 2008 schon einmal begegnet, ja, als Sie im Institut Français in Stuttgart aus Anlass des 50. Jahrestags der Gründung der Fünften Republik einen Vortrag mit dem Titel 50 Jahre Fünfte Republik gehalten haben. ja. Ich war damals so froh, dass ich den mit aufgezeichnet habe. Und der Beitrag ist immer noch auf dem Blog zu hören. Ah, ja. Ich empfehle ihn nach wie vor Schülern, weil es eine sehr präzise Beschreibung auch der deutsch-französischen Beziehung unter der Fünften Republik ist. Ja. Die jetzt ja ihre Fortsetzung mit dem Aachener Vertrag gefunden hat. Genau. Wo Alfred Grosser mir bei seinem letzten Gespräch so schön sagte, der deutsch-französische Vertrag 1963 war sehr symbolträchtig, hatte keine Inhalte. Der Aachener Vertrag hatte keine besonderen Symbole, aber hatte viele Inhalte. Mit seiner typischen Art. Am 9. Mai dieses Jahres hat Staatspräsident Emmanuel Macron in Straßburg anlässlich der Beendigung der Konferenz über die Zukunft Europas eine Rede gehalten und einen Ausblick auf die von ihm so favorisierte Reform, er nennt es immer la Refondation, also eine Art Neugründung Europas gegeben. Er spricht sich unter anderem für eine Änderung der europäischen Verträge aus und hat dabei zwei Aspekte im Auge. Einerseits geht es ihm um die Reform der EU-Verträge, er bietet einen Konvent an, und andererseits um die Bildung einer europäischen politischen Gemeinschaft in Anlehnung an Mitterrands Konföderationsplan. Also es fällt ausdrücklich das Wort Konföderation, so wie Mitterrand es auch damals sagte. Und Macron stellte die Frage, wie kann man Europa politisch und umfassender als die Europäische Union organisieren? So sein Zitat. Und er sagte auch, der Beitritt würde künftig, diese Konföderation würde künftigen Beitritten zur Europäischen Union nicht vorgreifen, sondern zwangsläufig wie auch denjenigen nicht verschlossen bleiben, die die Europäische Union verlassen haben. Damit scheint er auf England und die Ukraine zu zielen. Ich habe das Gefühl, er will der Ukraine einen Weg nach Europa öffnen, der schnell ist. Was meinen Sie zu dem Plan? Also zum einen mit Blick auf den letzten Hinweis von Ihnen, ich würde nicht von England sprechen, sondern von Großbritannien. Denn ich denke, dass Macron sicherlich nicht nur England, sondern sicherlich auch Schottland und Wales im Blick hat. Aber Sie haben vollkommen recht. Es ist der Versuch, sowohl denjenigen, die noch vor der Tür der Europäischen Union stehen, eine Brücke zu bauen, die Möglichkeit in Aussicht zu stellen, dereinst der Union beizutreten. Gleichzeitig denen, die meinten, aus welchen Gründen auch immer nun die EU zu verlassen, nun gleichzeitig noch in Aussicht zu stellen, in irgendeiner Zukunft dann doch nochmal wieder Mitglied der EU zu werden. Es ist also in der Tat ein großes europäisches Projekt, das er da angestoßen hat, mit vielfältigen Facetten. Und wenn ich das so als Bürger sagen darf, wünschen wir ihm viel Erfolg dabei. Herr Lappenk, über diesen Begriff Konföderation müssen Sie noch einordnen. Meint Macron heute das Gleiche, was Mitterrand 1989 meinte? Ja, ich denke, wir müssen bei der Beantwortung dieser Frage zwei Ebenen betrachten. Zum einen, vor welchen Rahmenbedingungen haben Mitterrand und Macron ihre Ideen platziert? Und zum Zweiten, welche Unterschiede und Ähnlichkeiten haben die beiden Programme, Pläne, Ideen, wie man das auch immer bezeichnen möchte, nun in inhaltlicher Hinsicht? Wenn wir zu den Rahmenbedingungen kommen, so können wir von Ähnlichkeiten sprechen, weil beide ja nun Mitterrand wie Macron sich enormen geopolitischen Herausforderungen gegenüberstanden. Also der Begriff von Olaf Scholz, Zeitenwende, gilt für heute
möglicherweise gilt er eigentlich gar nicht. Ich halte von diesem Begriff nicht allzu viel, weil ich der Meinung bin, es ist eigentlich eher eine Rückkehr der Geschichte, keine Zeitenwende. Aber 1989 hatten wir dezidiert eine Zeitenwende vor dem Hintergrund des Mauerfalls, dann der Befreiung der mitteleuropäischen Staaten aus der kommunistischen Zwangsherrschaft und dann ja auch bald darauf der Zusammenbruch der Sowjetunion. Mitterrand hat im Übrigen ja in seiner Rede damals am Neujahrstag 1989 ganz bewusst ja von dieser von der Änderung oder von der Rückkehr der Geschichte gesprochen, um ihn zu zitieren. Die Abhängigkeit Europas von den beiden Supermächten geht zu Ende. Europa kehrt zu seiner Geschichte und Geografie zurück. Was den ersten Teil angeht, den würde Macron sicherlich so nicht formulieren können. Denn die eine Supermacht ist 1991 ja gewissermaßen implodiert. Also da gibt es keine Abhängigkeit mehr. Aber die Rückkehr von Geschichte und Geografie, das gilt für Mitterrand wie für Macron gleichermaßen. Der zweite Punkt, beide sprechen, Mitterrand wie Macron, ja, Sie haben es auch schon erwähnt, von zwei Ebenen. Das eine ist die bestehende kleineuropäische Lage, kleineuropäisch in Anführungsstriche zu setzen. Damals war es die Europäische Gemeinschaft, die sich bald darauf auf den Weg zu einer Union machte, im Zuge der Maastrichter Verträge, die Mitterrand damals ja mit Helmut Kohl ebenfalls auf den Weg zu bringen versuchte. Im Herbst 1989 gab es ja die Überlegungen, eine Konferenz oder möglicherweise sogar zwei Konferenzen zur Begründung einer europäischen politischen Union institutionalisieren. Und Macron spricht ja nun ebenfalls wiederum von der Reform bestehender Verträge. Zur Erinnerung ja, der Anlass der Macronschen Rede jetzt am 9. Mai war ja, dass Macron mit von der Leyen und anderen ja einen Bericht, einen Bürgerbericht in Empfang genommen hat über Reformvorschläge zur Europäischen Union. Wenn ich nun aber auf die Differenzen aufmerksam mache, gibt es meiner Meinung nach die folgenden Punkte zu beachten. Mitterrand spricht 1989 in seiner Rede von einem Sieg der Demokratie, womit er ja vor allem den Mauerfall meint, aber darüber hinaus natürlich vor allen Dingen die Entwicklung in der Tschechoslowakei, damals noch Tschechoslowakei, in Ungarn etc. pp. Und in Polen. Wichtig zu bedenken ist, der Anlass für Mitterrand war damals ja auch noch die 200-Jahr-Feier des Bicentenaire, also der ganz bewusste Versuch des französischen Staatspräsidenten, die Entwicklung 1989 in eine Longue Durée hineinzusetzen, also bis hin zum Jahr 1789, der Sieg der Demokratie. Das Bicentenaire haben wir Deutschen auf eine besondere Art und Weise gefeiert. Ja, so ist es, ganz genau. Darüber hinaus weitere Punkte, die zu benennen sind mit Blick auf die Differenzen zwischen den Rahmenbedingungen. Es ist zum einen noch einmal die Rolle Deutschlands, die 1989 für Mitterrand ja in besonderer Weise im Fokus stand. Damals noch geteilt auf dem Weg zur Einigung, wobei noch nicht oder klar war im Dezember 89, wie denn der Weg zur Einigung wirklich aussehen würde. Ob es noch 10 Jahre dauern würde. So ist es. Helmut Kohl war davon alles andere als überzeugt, dass das so schnell funktionieren würde. Und über die Mitterrandsche Haltung will ich an dieser Stelle gar nichts sagen. Er hätte sich, glaube ich, am liebsten gewünscht, dass man das ad Kalendas Graecas hinauszögern könne. Heute ist die Bundesrepublik Deutschland wieder geeint und vor diesem Hintergrund spielt sie natürlich in den Ideen und in den Überlegungen der beiden französischen Präsidenten eine vollkommen andere Rolle. Also 89 war sie anders als die heute Deutschland einnimmt. Das Zweite, ganz elementar natürlich, die Rolle Russlands, respektive der Sowjetunion, die für Mitterrand damals in seiner Konföderationsidee ja eine komplett andere Bedeutung hatte, als sie für Macron heute spielt. Denn der Vorschlag von Mitterrand zielte ja doch
unter anderem darauf ab, nicht ausschließlich, aber unter anderem darauf ab, die ja noch bestehende Sowjetunion in diese europäische Architektur einzubinden. Für Macron heute stellt sich die Situation ja komplett anders dar. Er hat sich nicht explizit dazu geäußert, aber an einer Stelle wird ja doch deutlich, sein Konföderationsplan hebt dezidiert auf die europäischen Demokratien ab. Die will er, soweit sie nicht schon in der Europäischen Union beteiligt sind, verankert sind, nun an diese Europäische Union heranziehen, ohne ihnen jetzt schon eine Perspektive bieten zu können, wann sie denn, sofern sie es möchten, Mitglied werden wollen. Von der Sowjetunion respektive von Russland ist bei Macron nicht die Rede. Und das kann ja auch dezidiert nicht der Fall sein. Denn das Russland von heute kann kein Partner für die Europäische Union und auch kein Partner für die Europäische Konföderation, wie immer sie aussehen mag, sein. Was die Zukunft bringt, wissen wir nicht. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das kein Thema für Mitterrand. Ich höre schon Macron sagen, faire bloc contre la Russie. Bitte. Faire bloc, genau. Das hat er immer gesagt. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt ja, aber wer weiß, was die Zeit und die Zukunft da bringt. Letzter Punkt, die Ziele, die beide mit ihrem Konföderationsprojekt verfolgen, sind in mancherlei Hinsicht ja doch ganz unterschiedlich angelegt. Für Mitterrand ging es darum, eine, wie er sich da ausgedrückt hat, gemeinsame und ständige Organisation aller Staaten des Kontinents, vor allen Dingen in zwei Politikbereichen zu etablieren, nämlich die Bereiche Handel und Sicherheit. Er hat das nicht näher ausgeführt, aber das sind im Prinzip die beiden Aspekte. Und ebenfalls ganz wichtig, er hat sich dezidiert auf die KSZE, Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, bezogen. Es sollte auf der Basis der KSZE erfolgen. Darüber hinaus ging es Mitterrand ja damals vor allem darum, in diesem Umwälzungsprozess, der sich in Deutschland und in Mitteleuropa insgesamt ergeben hat, all den Staaten, die nun möglichst rasch in die damalige europäische Gemeinschaft hineinstrebten, naja, vorsichtig formuliert, zum Ausdruck zu bringen, vor Augen zu führen, dass das wohl bis auf Weiteres nicht möglich sei. Man kann es auch schärfer formulieren, Mitterrand wollte keine Erweiterung der europäischen Gemeinschaft. Er wollte vor allen Dingen nicht die ostmitteleuropäischen Staaten in die, also 89, was dann 94, 95 passiert hat, ist eine andere Frage. Aber 89 wollte er dezidiert keine Erweiterung der europäischen Gemeinschaft. Er will die Vertiefung, die dann ja nach Maastricht führt. Aber 89 geht es ihm darum, all den Staaten in Ostmitteleuropa, die neuen jungen Demokratien, die will er ein Stück weit vertrösten. Den will er einen europäischen Anker zuwerfen, ihnen aber gleichzeitig klar machen, dass zum jetzigen Zeitpunkt kein Platz für sie in der europäischen Gemeinschaft ist, die noch keine Union war. Entschuldige, da Sie aber auch über Mitterrand und Deutschland geschrieben haben, man muss ja nun doch sagen, Mitterrands Konföderation war aber auch noch vor dem Treffen mit Latsch, mit Kohl, noch die Idee, das nicht wiedervereinigte Deutschland in zwei Staaten der Konföderation einzufangen oder einzuhegen. Es gibt in der Tat, ist das so richtig? Ganz wichtig, für Mitterrand mit diesem Plan der Konföderation natürlich elementare, evidente deutschlandpolitische Überlegung. Er will gewissermaßen die Debatte über die Wiedervereinigung, die ja noch sehr am Anfang steht, am Ende 1989, es gibt noch kein 2+4-Mächte, keine Konferenz, geschweige denn einen Vertrag. Es ist, sie stehen alle ein Stück weit im Nebel damals. Und Mitterrand versucht mit diesem Projekt gewissermaßen die Debatte auch in seinem Sinne neu zu gestalten. Und dabei verschiedenste Aspekte, deutschlandpolitische, europapolitische, geopolitische Aspekte einzufangen. Um es auf den Punkt zu bringen, deutschlandpolitisch will er sich nun neu positionieren, anders als das Kohl in der Form möchte, anders als auch das, die amerikanische Regierung unter George Bush, dem Älteren, und Baker noch wollten. Und er will vor allen Dingen auch mit Gorbatschow
den Kontakt intensivieren, nachdem er ja wenige Tage oder wenige Wochen zuvor noch in Kiew mit ihm sehr eingehende Gespräche geführt hat. Aber europapolitisch, wie gesagt, es ist aus meiner Sicht der Versuch, die ostmitteleuropäischen jungen Demokratien europäisch ja einzubinden, ihnen aber klar vor Augen zu führen, dass für sie im Augenblick noch kein Platz in der europäischen Gemeinschaft ist. Er will darüber hinaus, ganz wichtiger Punkt, die Absicherung der Unabhängigkeit des großen Europa, so möchte ich es mal nennen, von beiden Supermächten unter Einbeziehung der Verankerung, wie immer das auch im Kern aussehen mag, der Sowjetunion, die damals ja noch existierte. Also zur Sowjetunion besteht für ihn ein dezidiert positives Verhältnis, das nun gewissermaßen im Rahmen dieser Konföderation in irgendeiner Form mitgelöst werden soll. Es sind alte de Gaulle'sche Überlegungen mit im Spiel, ganz erhebliche alte de Gaulle'sche Überlegungen mit im Spiel, also im Prinzip das Europa vom Atlantik bis zum Ural, unter besonderer Berücksichtigung eben dieser geopolitischen Lage. Ja. Die Ziele Macrons sind andere, wenn ich das noch hinzufügen darf. Bei Macron geht es ja zunächst einmal darum, dass das, was bei Mitterrand noch Zukunftsmusik war, nämlich die Vertiefung der europäischen Gemeinschaft im Rahmen einer Europäischen Union, die besteht ja schon seit 2002, seit Maastricht. Hier geht es vielmehr darum, wie er das ja auch breit in seiner Rede ausführt, um eine abermalige Reform der Verträge, der europäischen Verträge, auf der Basis der 27er Gemeinschaft. Darüber hinaus geht es ihm dann eben um eine Ergänzung durch die Konföderation. An der Stelle verwendet Macron ja unterschiedliche Termini, die für mich sehr interessant sind. Er spricht zum einen ja von einer europäischen politischen Gemeinschaft, ohne in irgendeiner Form darauf aufmerksam zu machen, dass dieser Begriff ja schon sehr, sehr alt ist, denn es gab schon einmal eine europäische politische Gemeinschaft, 1953, 54, nicht von Staaten begründet, sondern von Parteien, von Politikern im Rahmen eines intensiven Diskussionsprozesses entwickelt, aus der dann ja, leider mag man sagen, dann nichts geworden ist, ebenso wie die Europäische Verteidigungsgemeinschaft von 1952-54 dann eben letztlich von Frankreich zu Grabe getragen worden ist. Und dann weiter wichtig an der Stelle, dass die Aufgabenbereiche, die mir Macron nun dieser europäischen politischen Gemeinschaft oder der Konföderation nun anträgt, ja deutlich über das hinausgehen, was Mitterrand 1989 formuliert hat. Mitterrand hat sich im Prinzip auf die beiden Aspekte Handel und Sicherheit kapriziert, während Macron hier nun von einem Nouvel Espace de Coopération Politique de Sécurité, de Coopération en matière énergétique, de Transport, der Investierungen, der Infrastruktur und des Personenverkehrs spricht. Also deutlich über das hinausgeht, was Mitterrand damals vor Augen geführt hat. Ein Punkt, Sie haben ihn vorhin schon angesprochen, diese politische Gemeinschaft soll den Beitritt zur EU nicht verhindern, was dezidiert mit Macron nun von Mitterrand aus meiner Sicht zumindest abhebt. Und zum Zweiten, es soll für jene, die beitreten möchten, gewissermaßen als Übergangsphase dienen. Und das ist, glaube ich, vielleicht mit Blick auf die Ukraine möglicherweise der wichtigste Punkt im Bewusstsein, dass die Beitrittsverhandlungen von neuen Kandidatinnen und Kandidaten zur Europäischen Union möglicherweise Jahre dauern, vielleicht sogar ein Jahrzehnt dauern. Und er aber nun meint, der Ukraine und vielleicht auch, denkt er auch an Georgien, vielleicht denkt er an Moldawien, nun raschestmöglich eine Perspektive zu bieten, soll hier nun Abhilfe geschaffen werden durch ein neues Konstrukt, eben durch die Konföderation. Ich muss zwei Sachen noch hinzufügen. Stichwort Ural. Unser Lehrer Alfred Grosser sagte, als wenn de Gaulle über den Ural geflogen ist, hat er gesehen, dass es als Grenze nichts taugt.
Das war seine emblematische Art, so schön das auszudrücken. Das zweite Punkt. Ja. Wir haben über Mitterrand gesprochen und seine Skepsis gegenüber der deutschen Einheit. Man muss auch hinzufügen, als er nach Latsch mit Kohl sprach und sagte, ich an ihrer Stelle würde auch die deutsche Einheit wünschen. Da kann man sehen, wie ein so gewiefter Politiker, kann man wie in einem Brennglas sehen, wie er in Monaten, in Wochen dazulernt. Das ist eine total spannende Situation. Also dieser politische Charakter, wir haben ja vorhin davon gesprochen, einmal die Sache mit dem Konvent, die europäischen Verträge zu modifizieren und gleichzeitig diese europäische Konföderation, das klingt so wie zwei verschiedene Sachen, aber der Gedanke darin, das, was der EU bisher fehlt, den politischen Charakter sozusagen noch einziehen, was man bei der EU-Gründung, bei der Euro-Einführung nicht hatte. Und das mal zu machen, das finde ich jetzt einen ganz geschickten Schachzug. Und eben, wie gesagt, die Parallele zu Mitterrand, wie er 1989 in seiner Neujahrsansprache eben erwähnte, dass wir das in zwei Etappen machen wollen, den Ausbau und eben die Konföderation. Das war so ein ähnlicher Ansatz, war das, nicht? Und dann habe ich noch eine Frage. 1965 hat de Gaulle seine europapolitischen Vorstellungen in einem Gespräch mit Michel Droit erläutert. Ich darf einmal diesen Satz zitieren. Wohlgemerkt, dieses Europa wird nicht, wie man sagt, supranational sein. Erinnerung an die Montanunion. Es wird sein, wie es ist. Es wird mit einer Kooperation beginnen. Und durch das Zusammenleben wird es eine Konföderation werden. Das ist der Aspekt, den ich den Schülern dauernd erzähle, dass Europa von heute nichts Statisches ist, sondern Europa ist ein Prozess. Ein Prozess in jeder Hinsicht. Es gibt Verträge, die entwickeln sich, die sind theoretisch aufgebaut, die entwickeln eine Praxis. Und dann kommt ein Moment, wo die Theorie neu formuliert wird. Es ist also ein durchgehender Prozess. Und diesen Prozess kann man jetzt im Detail ansehen, wie Macron das anstößt und wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen. Also, und durch das Zusammenleben, sagt de Gaulle 1965, wird das eine Konföderation werden. Also interessant, Macron sagt jetzt, die Verträge in Europa verändern, modifizieren, eine Konföderation einführen. Das ist ja im Prinzip von einem zum anderen. Kann man das so sehen? Also ich sehe es etwas kritischer. Vielleicht vorab noch ein kurzer Schwenk zur Begegnung zwischen Kohl und Mitterrand. Ich glaube, 4. Januar 1990 Latsch, ja. in Latsche. Ich sehe dieses Gespräch viel kritischer, als das in der Literatur bisweilen dargestellt wird. Ich weiß, dass es hier und da Kolleginnen und Kollegen gibt in der Literatur, die der Meinung sind, dass damit im Prinzip das Problem zwischen Kohl und Mitterrand damals beseitigt worden ist, dass damit im Prinzip es dem Kohl gelungen ist, den Mitterrand auf seine Seite zu ziehen. Ich halte das offen gestanden für nicht stichhaltig, denn der Mitterrand sagt zwar, ja, so wie Sie es gerade zitiert haben, wenn ich Deutscher wäre, wäre ich auch für die Wiedervereinigung, aber danach folgt ja der Satz, aber ich bin Franzose. Das sagt er ja auch. Entschuldigen Sie, wenn ich nicht vollständig zitiert habe. Sie haben völlig recht. Ich Ich habe eben war daran gedacht. ja. Super. Aber es ist ja nur ein Satz in diesem großen, stundenlangen Gespräch oder in den mehreren Gesprächen, die da ja stattgefunden haben in Latsche oder Latsche. Entscheidend ist aus meiner Sicht für Mitterrand tatsächlich der 18.03.1990 gewesen, das Ergebnis, der Ausgang der Volkskammerwahlen in der DDR, weil er damit gesehen hat, ich würde sagen, alle Hoffnungen, die er letztlich auf die Bevölkerung der DDR gesetzt hat, dass sie eben, wie er das immer geglaubt hat, immer behauptet hat, dass sie letztlich gar keine Wiedervereinigung wollen, keine schnelle Wiedervereinigung, dass das Makulatur war. Aber das ist ein anderes Thema. Was de Gaulle angeht, da wird man auf der einen Seite muss man darauf hinweisen, dass Macron in seiner Rede zwei Personen namentlich benennt aus der französischen Geschichte. Robert Schuman 9. Mai 1950. so ist es, und Mitterrand. Denn Schuman erwähnt er nur, Mitterrand zitiert er breit aus der Rede vom 31.12.1989. Ganz kurz einen Satz für unsere Zuhörer. Robert Schuman hatte im Mai 1950 die Journalisten ins Quai gerufen und die wussten nicht, was los war. Und er hat ihnen verkündet, dass Deutschland und Frankreich Kohle und Stahl unter eine gemeinsame, eine supranationale Behörde stellen wird. Das ist weiter als die EU eigentlich heute.
So ist Und es. das war eine Revolution damals, nicht? Genau. Es ist dasselbe Datum. Beide Reden finden am selben Tag statt, nämlich am 9. Mai, dem heutigen Europatag, der ja seit Das einiger ist Zeit kein gefeiert wird. Zufall. Kein Zufall, dass Macron die Rede am 9. Mai hält. So ist es. Macron spricht in seiner Rede am 9. Mai den Namen de Gaulle nicht aus. Zumindest, wenn ich die Rede richtig und vollständig Ja, gelesen das hat habe. mich auch gewundert. Aber was er sehr wohl macht, er nimmt Versatzstücke aus de Gaulle'schen Reden, ohne sie mit dem Namen de Gaulle zu benennen. Das ist mehr als bezeichnend. Und als ich diese Begriffe da gelesen habe, da fiel mir, und ich nehme mal an, dass das bei Franzosen noch viel häufiger der Fall ist, sofort de Gaulle ein und gedacht, ich habe sofort gedacht, das ist doch de Gaulle, der da spricht. Also wenn Macron davon spricht, le projet d'une Europe maîtresse de son destin, libre de ses choix, d'une Europe puissance ouverte au monde. Das ist de Gaulle. Das reinste de Oder, Gaulle-Sprech, wie man sagen würde. genau, oder die grande rêve, die grande ambition, die Europa haben müsse. All das sind de Gaulle'sche Formulierungen. Und de Gaulle hat vor allen Dingen ja nicht zuletzt in seinem Gespräch mit Adenauer immer von den grand choses gesprochen, die man Ja. gemeinsam machen müsse. Ja. Also grand rêve, grande ambition, das ist de Gaulle'sche Terminologie, Ja, und die Macron. entschuldigen Sie, ich habe die auf dem Blog wiedergegeben, weil ich einen langen Artikel darüber geschrieben habe, wie de Gaulle sich furchtbar aufgeregt hat, dass man diesen Begriff Europa der Vaterländer verwendet. Genau, Weil richtig. er sagt ein Europa der Nationen So ist es. und nicht der Vaterländer, sondern und dann kommt er sofort auf Konföderation. Deshalb gibt Genau. es auf meinem Blog zwei lange Artikel über de Gaulles Weigerung, von den Vaterländern zu sprechen und von der Konföderation. Das hängt zusammen in seinem Denken. Genau, Deswegen genau. muss man bei der Macron-Rede darauf kommen, dass es de Gaulle ist. Ja, richtig. Europa der Vaterländer, der Begriff stammt von Michel Debré, nicht von de Gaulle. De Gaulle hat sich wiederholt davon vehement distanziert. Aber ein anderes Thema. Ich hab mich in dem Moment gefragt, als ich die Rede gelesen habe, warum erwähnt er de Gaulle nicht? Warum formuliert er in de Gaulle'scher Diktion, ohne den Namen zu nennen? Und ich bin noch nicht zu einem definitiven Ende gekommen, aber meine Antwort wäre zunächst einmal, dass es nicht zuletzt wieder um den Faktor Russland geht. Dass das de Gaulle'sche Europaprojekt eben ein ausgesprochen positives Russlandbild beinhaltete. De Gaulle hat ja im Übrigen nie von der Sowjetunion gesprochen, sondern er sprach ja immer von Russland. Und dieses Russland gehörte für de Gaulle zu Europa dazu. Für Mitterrand gilt das im Übrigen ja ähnlich. Auch er versucht ja, die Sowjetunion irgendwie, wir haben davon gesprochen, mit einzubinden. Für Macron sieht die Sache im Augenblick natürlich komplett anders aus. Und von daher muss er, wie ich finde, ganz entschieden darauf achten, dass mit seinem Konföderationsprojekt nicht in irgendeiner Form der Gedanke verbunden werden könnte, dass damit noch ein, nennen wir es mal so, eine Brücke nach Russland gebaut werden kann. An einer Stelle spricht er sogar dezidiert davon, dass das Mitterrandsche Projekt eben an diesem Aspekt auch gescheitert sei, nämlich dem Versuch, Russland mit einzubeziehen. Ob das tatsächlich vollständig diesen Sachverhalt beantwortet, das weiß ich offen gestanden nicht, aber bisher bin ich zu keinem anderen Ergebnis gekommen, warum Macron hier de Gaulle nicht erwähnt. Denn diese Rede ist ja natürlich nicht nur an die Europäer, sondern die ist natürlich auch vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in Frankreich an die Franzosen gerichtet. Sicher. Und daran, dass er nun die anstehenden Wahlen, naja, in irgendeiner Form noch in seinem Sinne entscheiden möchte. Von daher ist es ein Angebot ja
an links wie an rechts, an Heilsfiguren des linken wie des rechten Spektrums. Ich meine, von der Mitterrandschen PS, Parti Socialist, spricht im Augenblick keiner mehr. 1,75%. Aber Macron tut es. Macron erwähnt Mitterrand explizit. Und er erwähnt Robert Schuman und er spricht in die Gaulle'sche Terminologie, ohne die Gaulle zu benennen. Das ist spannend. Mehr als bemerkenswert. Ja. Darf ich noch eine letzte Frage stellen? Bitte. Die Art und Weise, wie Macron von einer politischen Gründung einer europäischen Konföderation spricht, ist das auch eine Antwort, die sich an alle europäischen Staaten richtet und auch ein Versuch, jetzt ist halt eine Frage von mir, einen Beitrag mit zur Beendigung des Ukraine-Kriegs zu formulieren? Es ist mit Sicherheit erstens ein großes, ein visionäres Projekt, das in die Zukunft weist, aber es hat natürlich auch gewissermaßen eine Tagesaktualität im Hintergrund. Natürlich geht es ihm, wie ja schon seit langem, seit Ausbruch dieses Krieges darum, hier Führung zu zeigen. Auch das natürlich nicht zuletzt an die Franzosen gerichtet. Es geht ihm ganz gewiss auch darum, den Boden für eine neue Friedensordnung zu schaffen, in der nun der Krieg zwischen der Ukraine und Russland nun, um diese Friedensordnung überhaupt schaffen zu können, beendet sein muss. Also tagesaktuelle, visionäre, politische, innen- wie außenpolitische Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. Und ich denke, ein Punkt, den wir an der Stelle bisher noch gar nicht betrachtet haben, es geht ihm natürlich auch ganz grundsätzlich um die Frage der Rolle Europas in der Welt von morgen. Wir diskutieren ja schon seit längerem darüber, dass Europa sich sicherheitspolitisch neu aufstellen muss, nun also schon lange bevor dieser Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Ich habe bei der Lektüre dieser Rede auch daran gedacht, dass es für Macron die Vorbereitung auf die Wahlen, auf die nächsten Wahlen in Amerika sein wird, nach dem aktuellen Präsidenten und möglicherweise die Vorbereitung auf einen neuen Präsidenten Donald Trump sein könnte. Also der Unsicherheitsfaktor USA, der für ihn ebenfalls elementar ist, spielt gewiss auch hier, ohne das explizit so benannt zu haben, eine Rolle. Also sicherlich wirklich eine weit in die Zukunft weisende Ortsbestimmung, ein Angebot an die Europäer, sicherlich vor allen Dingen auch an die Bundesrepublik, aber nicht nur an EU, sondern eben an Europa, so wie Macron es definiert. Und der Versuch, auch aus den Fehlern, so wie er sie definiert, des Mitterrandschen Projektes zu lernen, nämlich die Fehler, ich habe sie, glaube ich, vorhin ja schon kurz erwähnt, die Neubestimmung des Verhältnisses zur Sowjetunion. Es gibt keine KSZE mehr, die OSZE spielt im Prinzip keine Rolle. Das Thema NATO, wie wird denn nun das Verhältnis Europas oder der europäischen Mitglieder innerhalb der NATO zur NATO aussehen, wenn tatsächlich in absehbarer Zeit die Administration in den USA wieder komplett gewechselt hat. Also die geopolitischen Veränderungen, die auf uns zukommen und die damit aus Macrons Perspektive bestehende fundamentale Notwendigkeit, dass Europa sich neu positioniert als Global Player. Und dazu gehört eben nicht nur die Europäische Union, sondern dazu gehört ein Großeuropa aller Demokratien, denen aktuell noch nicht der Zugang zur Europäischen Union gewährt werden kann, aus welchen Gründen auch immer. Das ist, glaube ich, das zentrale Ziel, das Macron hier den Europäern, den Franzosen und auch den Deutschen vor Augen geführt hat. Vielen Dank, Herr Professor Lappenküper. Die Zeiten sind so schnell bei uns, wir müssen jetzt alle 4 Wochen ein Update unseres Interviews machen. Herzlichen Dank für Ihren Besuch in meinem Homeoffice. Gerne.